So, ich habe mal den Grafikkartentreiber geupdatet und Neustart gemacht. Ich hoffe, dass sich damit die Probleme erledigt haben und dass das mit dem Absturz jetzt eine Ausnahme war, der die letzte Folge da etwas überraschend beenden musste. Mal gucken. Drücken wir mal die Daumen. Stimmt, man findet auch noch eine Fernkampfwaffe. Der Magiehandschuh ist eine einzigartige Waffe. Er nutzt magische Energie für verschiedene Distanzangriffe. Experimentiere mit allen drei Feuermodi. Es lohnt sich auf jeden Fall, ihn später zu modifizieren. Also, aber wie setze ich ihn ein? Erstmal machen wir hier die Tür auf. Oben steht einer. Hier geht's nur wieder zurück. Brauchen wir erstmal nicht. Nein, völlig gereicht. Ich habe vor allem auch keine Lebenstränke mehr. Oh, das passt schon. Den kriegen wir schon hin. So, okay. Gut, das hat funktioniert. Dann schnappen wir uns den da drüben mit seinen Fernkampfangriffen. Ja, boah, der kommt durch meine Deckung, ne? Uiuiuiui. Ah, nochmal vorbeigerollt. Hier kommen wir nicht durch. Uiuiui. Ja, vielleicht sollte ich den Speicherpunkt hier dann doch nutzen. Los, sag mir, wo es ist. Wo ist was? Ach, verschwinde! Das geht dich nichts an! Ich weiß nicht, was du willst, aber von einem Toten bekommst du keine Antwort. Ist anscheinend dein Glückstag, Prediger. Was war das denn eben? Das sind alles Lügner und Verbrecher. Anstatt zu helfen, haben sie meine Familie bestohlen. Und keiner weiß, was sie mit der Wegpforte anstellen. Wegpforte. Eine Tür zu unerreichbaren Orten. Orten, die Geheimnisse verstecken. Geheimnisse von großer Macht. Warum glaubst du, dass es so eine Pforte wirklich gibt? Es steht im Buch der Ahnen. Und das Buch lügt niemals. Hm. Die Mönche haben dich bestohlen? Hab sie immer für Bücherwürmer gehalten und nicht für Langfinger. Sei kein Idiot. Die Männer hier drin sind genauso verdorben wie die Menschen draußen. Sie haben die Dorfbewohner bis zum Tode geschröpft. Sie denken, die Menschen vergessen das. Und die Wahrheit wird mit den Leichen begraben, die sie auf dem Gewissen haben. Aber da liegen sie falsch. Ich weiß, was sie getan haben. Das hier ist eine Abtei. Kein Zutritt für Frauen. Verbrecher dürfen auch nicht hier rein. Trotzdem stehst du hier. Wenn das ein Verhör werden soll, dann erzähl mir von dieser Sternkarte auf deiner Visage. Nicht? Dachte ich mir schon. Also haben wir beide unsere Geheimnisse. Genau, also er ist ein verurteilter Verbrecher. Aber das haben wir schon, jetzt hier schon so ein bisschen angedeutet in der letzten Folge. Ich muss los. Wie du willst. Also, hatte sie jetzt noch irgendwelche weiteren Optionen? Da bist du wieder. Lustig, ein wenig nützlich zu machen. Ich suche einen Dolch. Ein altes Ding. Nicht viel wert. Und verrostet ist er auch. Hast du ihn zufällig gesehen? Und selbst wenn ich ihn gesehen hätte, warum sollte ich es dir sagen? Weil ich eine Menge über diesen Ort weiß, du zu groß geratener Haudegen. Dinge, die dir nützlich sein könnten. Ein Rätsel. Wer hat den Schlüssel, der einen geheimen Zugang zu den Katakomben öffnet? Zerbricht dir nicht dein Dickschädel? Ich natürlich. Oh, den können wir gebrauchen. Du hast gesagt, du suchst nach der Wegpforte. Was willst du mit deinem alten Dolch? Bloß ein Erbstück, an dem ich aber sehr hänge. Mithilfe meines Buchs der Ahnen kann er mich zur Wegpforte führen. Aber, klingt das, als ginge es dich was an? Nein. Also, entschuldige mich. Sehe ich aus, als ob mich das interessiert.
Du siehst aus wie der schlimmste Albtraum meiner Mutter. Große Klappe für ein kleines Mädchen. Das kleine Mädchen bricht dir gleich das Genick. Ich bin Jetka. Kleine Mädchen kommen nicht weit. So, mehr kann ich aber von Jetka nicht erfahren. Oder? Damit haben sich ihre Gesprächsoptionen erschöpft. Ich suche einen Dolch. Ja, nee. Das war's. Das wird echt cool. Also auch hier wieder in den Dialogen die Charakterschatten auf dem Charaktermodell. Echt geil. So, jetzt haben wir... Achso, ich kann zwischen den drei Optionen hin und her wechseln. Ob ich die Waffe draußen habe und die Waffe wiederum schieße ich damit ab. Ah ja, okay. Aber ich wollte jetzt erstmal hier ein bisschen speichern, weil ist mir dann doch ein bisschen zu riskant. Also Nummer 1, benutzen, dann verlieren wir die Erfahrung, den Erfahrungspunkte-Bonus und wir machen jetzt mal ein bisschen Level-Ups. Zack, her damit. Ich könnte mal noch gucken, ob ich im Inventar was habe. Inventar, Splitter, wo wäre denn sowas hier? Das hier. Oder das sind doch Geisterrufsplitter, sind doch Sachen, die mir Punkte geben. Pricket in den Fingern, du kannst deine Anwesenheit spüren. Oder? Beta ist umschalten. Ach nee, Quatsch, Geistersplitter bringen. Ich gucke die ganze Zeit auf der rechten Seite. Links steht ja die kleine Beschreibung. Bringt deinen Geist und dessen gespeicherte Erfahrungspunkte sofort zurück. So ein Unsinn. Wo gucke ich denn hin? Das ist aber tatsächlich... Nee, dann habe ich noch keine Sachen gefunden, mit denen ich mich hochpowern kann. Okay, dann passt das. Haben wir hier noch irgendwie Wächter... eine schlechte Axt. Wächterwaffen drin. Ein Mönchsstab. Da haben wir das Stahlschwert. Das Ding ist vom Gewicht her nicht viel mehr, hat aber deutlich mehr Schaden. Dann physischer Blockwiderstand ist 62. Ne, warte mal. Das ist das, was ich ausgerüstet habe. Ich will hier Details ändern. 65. Ja, passt doch. Dann nehmen wir das. Und was kann ich denn noch upgraden? Ich habe den Magiehandschuh mit Granate, Geschoss und Druckwelle. Ich habe den Schild drin. Ich habe jetzt hier die anderen Rüstungsteile. Das hier ist dann zum Beispiel ein ganzes Eckchen schwerer, aber ich bin ja gerade eigentlich erst dabei, mich etwas leichter zu machen. Also würde ich das mal jetzt noch nicht nehmen. Aber hier zum Beispiel von dem Kleriker die mittlere Rüstung, wenn wir das mal nebeneinander halten. Physischer Widerstand ist bei der anderen Rüstung ein bisschen stärker, aber dafür sind Magie und Feuerwiderstand ein bisschen besser. Nehmen die jetzt einfach mal. Und schauen wir mal hier mit der Rüstung. Hier haben wir noch eine schwere Rüstung gefunden. Die ist nochmal ganz Eckchen schwerer als das, was ich jetzt... Nee, also sogar nur ein Kilo schwerer. Naja. Ja. Und bei der leichten Rüstung, da merkt man dann auch wirklich schon die Unterschiede. Ne? Also hier, das ist deutlich, deutlich weniger als bei der anderen. Hier leichte Schurkenrüstung. Da könnte man theoretisch jetzt wirklich überlegen, naja, holt man sich die Bewegungsgeschwindigkeit zum Beispiel da raus, indem man eine leichte Rüstung nimmt. Weil die skalieren halt schön nach oben, so ist nicht, aber es ist jetzt auch nicht so blöd, schneller zu sein. Also das zum Beispiel jetzt hier, die Kleriker-Rüstung, ein Eckchen weniger und ist jetzt auch nicht so viel schlechter. Also das passt schon. Die Runen nehmen wir erst später. Achso, ne, Moment, dann kann ich jetzt hier noch Ausdauer ein bisschen erhöhen. So, jetzt sind wir nämlich hier schon im grünen Bereich. Das heißt, wir sind ein Eckchen schneller. Und das wiederum sollte mir was bringen. Jetzt können wir mal kurz ausprobieren, wie ich jetzt rolle. Ja, das geht zum Beispiel deutlich, deutlich schneller. Die Axt wirkt immer noch ein bisschen langsam, muss ich gestehen. Aber jetzt habe ich auch, warte mal, jetzt habe ich die Fernkampfwaffe drin. Die macht aber auch ordentlich Schaden. Aber merkt man jetzt auch zum Beispiel, ich habe die ist nur für einen Schuss
Reicht die nur? Momentan zumindest, so wenig Magie, wie ich habe. Ja, aber da langt sie doch ordentlich hin. Das ist doch in Ordnung. Ich kann ja nochmal probieren, wie es mit dem Schwert ist, aber sollte schon erstmal passen. Aber das Audiobook hören. Erstmal hier den Ritter angehen. Ach, guck mal, der hat einen anderen Move. Die Axt als das Schwert. Die haut sich ihm in die Schulter rein. Ah ja. Mächtiger Antanas, ich habe Anzeichen eines Roga-Herrschers gefunden, der für seinen Stolz auf seine körperliche Hülle bekannt war. Und sein Schild war ein Meisterwerk der Schmiedekunst. Es ist seltsam zu lesen, dass ein Herrscher auf solche Dinge Wert legen würde. Es ist kein Wunder, dass er in all den Schlachten, die er führte, die treuesten Gefolgsleute hatte. Ah, geil. Also es gibt drei Bewegungsgeschwindigkeiten. Gold. Absolut Gold. Oh Mann. So, was ist jetzt hier, wenn du dir wiederholen willst? Ah, jetzt habe ich es nicht gelesen. Kontrollpunkte. Du kannst deinen Fortschritt speichern, ohne deinen Erfahrungsbonus zu verlieren. Halte einfach Left Stick gedrückt, während du Kontrollpunkt benutzt. In diesem Fall werden allerdings deine Gesundheit und deine Tränke nicht wieder aufgefüllt. Also hier. Left Stick. Oder habe ich das schon gespeichert? Und ich sehe unten auch meine Erfahrungspunkte anzeige ich mir. Also es ist das Zeug, was ich mir wieder zurückholen kann. Ach guck mal, das hat schon mal geklappt mit dem. Und man sieht auch, wie die Zeit, wie die Prozente unten weggehen. Also wie viel ich mir da noch holen kann. Das heißt, ich kann mir nicht allzu viel Zeit nehmen, um das Zeug zu holen. Ja. Und man sieht auch in der Nähe von diesem von dem Erfahrungspunktepunkt kann man ein bisschen Heilung bekommen. Oh, shit. Euch beide wollte ich eigentlich nicht haben. Kann ich nicht nur irgendwie einen von euch beiden im Kampf haben? Ach, der andere ist von hier oben runtergelaufen. Ah ja, okay. Kümmern wir uns erstmal um den. Ah nee, die Spinne kommt mit. Nee, das wollen wir nicht. Wie weit kann man die denn pullen? Schauen wir mal. Ich will immer B drücken fürs Rollen, aber das ist hier auf A. Ein bisschen ungewöhnen. Na guck mal, die kommen beide mit. Ganz schön weit. Die Spinne scheint ein bisschen an der Treppe zu hängen. Haut auch richtig zu. Ah, stimmt, da kommen aus der Spinne kommen kleine Spinnen raus. Das ist natürlich auch fies. Ja, die ist gefährlich. Vielleicht ist da am Ende mein Schwert doch die bessere Lösung. Ich habe das Gefühl, dass die Axt relativ langsam ist. Ja gut, ist jetzt egal. Also das... Obwohl die von der Geschwindigkeit eigentlich ähnlich aufgestellt sind. Lass mal gucken. Jetzt hier die... Beim Schwertbleiben. Was habe ich denn hier? Tödliches Geheimnis. Das braucht weniger Energie. Hier das Großschwert verbraucht deutlich mehr Energie. Das Kurzschwert sind die mächtigsten der beweglichen Waffen. Sie können beidhändig verwendet werden, doch erfordern... dies größeres Geschick. So, Geschicklichkeitsskalierung.
Angriffsgeschwindigkeit 120%, das hat 85% und die Axt hat 75%. Siehst du, das habe ich mir schon gedacht. Das war mir doch ein bisschen auffällig langsam. Ich probiere mal das kleine Ding hier. Genau, hier wäre ich ein bisschen geheilt in der Nähe, brauche ich jetzt aber nicht unbedingt. Ich wollte ihn wegschubsen. Ja, ich brauche immer noch mehr Ausdauer. Also die nächsten paar Erfahrungspunkte gehen weiterhin in die Ausdauer. Oh, und diese kleine Waffe unterbricht den nicht. Ah, okay, das ist interessant. Dann machen wir doch aber trotzdem, dann bleibe ich aber erstmal doch beim Stahlschwert. Weil das reicht nicht, um diesen kleinen Gegner zu unterbrechen. Und das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Wenn nicht mal das hinhaut. Das ist schon durchaus viel wert, wenn man diesen Unterbrechungsangriff hat. Zumindest für die Kleinen, weil die Großen, glaube ich, bringt es nichts. Aber man sieht schon gleich hier, Rolle sofort wieder aufgestanden. Also das ging ratzfatz. Und man kommt auch recht schnell in den Rücken für die Spezialangriffe. Also das passt wunderbar. Können wir hier die Tür aufmachen, dann haben wir wieder eine Abkürzung. Ich muss ja eh nochmal zurück, um in den Keller da zu gehen. Wobei ich das, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon machen kann und muss. Mal anschauen, weil da sind, glaube ich, auch sehr viele Spinnen drin. Was haben wir denn? Peinhammer, Magiewiderstandsplitter und eine mittlere Brustplatte. Vergiftet einen auch noch. Die sind echt nicht ohne. Vor allem, weil ich mit dem Schild vorgehalten relativ wenig Energie wieder auflade. Da muss ich ein bisschen mehr aufpassen. Okay. Okay. Na gut. Erstmal muss man sich ja auch erstmal wieder ein bisschen rangewöhnen. Im Großen und Ganzen finde ich aber die Kameraarbeit eigentlich ganz gut in dem Spiel. Also die Kamera hat genug so ein bisschen Freiheit. Wenn man jetzt mit der Figur losläuft, dann hängt die nicht zu tief dran, geht aber trotzdem genug mit. Also da haben sie sich, finde ich, echt viel Mühe mitgegeben und hat einen guten Dreh raus. Boah, hier wie das Licht von oben reinfällt und dann auch schön auf den Charakter fällt. Also da haben sie einfach echt ein gutes Händchen. Schon. Ich weiß nicht, ob die Große so weit... Nee, ich glaube, die kann hier nicht durch. Muss sie aber offensichtlich auch nicht. Scheiße. Man kann von außen drumherum gehen. Also man kommt um die Stelle rum. Vielleicht sollte ich da noch nicht unten lang. Obwohl hier oben...
einen Versuch gebe ich immer noch. Oder ich hole mir dann doch nochmal ein paar mehr Erfahrungspunkte. Ha, hier hat mich gerade der Kill-Move gerettet, zumindest vor dem ersten Schuss. Was ich natürlich machen könnte, ist, dass ich die erste Granate reinhaue. Ach shit, hier ist ja auch noch einer von denen. Ups, total vergessen. Und schön das Schwert in die Seite und vorne rauf. Und dann liegt er und dann kann er mich auch nicht, dann schafft das nicht rechtzeitig aufzustehen. Das passt. Na, Herr Roga? Er tritt manchmal so ein bisschen nach. So, was möchte ich denn gerne? Ich möchte hier meine Erfahrungspunkte zurückhaben. Die liegen dummerweise am anderen Ende von dem Bereich. Was ich machen kann, ist, ich kann das ein bisschen ignorieren und erstmal hier weitergehen und gucken, was hier noch ist. Hier, man kriegt es beigebracht und ich habe es dann aber wahrscheinlich nicht gelesen, als ich es das erste Mal gespielt habe. Oh shit, die kommt doch hinterher. Mist, ich dachte, die kann nicht hinterherkommen. Ich dachte, die ist zu dick, um hier durchzukommen. Aber hier kommt sie nicht weiter, oder? Also sie geht nicht bis hier ran. Er hat sich wieder zurückgezogen. Ja gut, dann kümmern wir uns um die, wenn wir ein bisschen mehr Energie haben. Das passt schon. Schlüssel benutzt. Fragt sich, welchen Schlüssel ich da benutzt habe. Dies ist meine sechste Nachtwache. Die Feuer am Horizont sind niedergebrannt. Ein Schweigen hat sich über alles gelegt. Vielleicht haben sich die Roga zurückgezogen. Ich hoffe, dass die Dorfbewohner bald zurück in ihre Häuser können. Schöner Schleichangriff. Es ist auch sehr schön verwinkelt, das ganze Ding. Also da, es macht Spaß, sich diese ganzen kleinen Wege anzuschauen, wenn man nicht gerade irgendwo runterfällt. Der kann auch wirklich weit springen. Da bitte mal runterfallen. Ich glaube, man kann da runterfallen. Nur wieso steht der wieder auf? Hat er gerade neues Leben bekommen? Vielleicht verstärken die sich auch untereinander. Das wäre ja fies. Nördlicher Wachturm. Ich glaube, das ist die Tür, die wir vorhin von der anderen Seite nicht öffnen konnten. Ja, genau. Oder? Ach nee, das ist nochmal irgendwie ein Level drunter. Alter, wie viele von denen sind hier? Puh, oh, der macht einen Dreier-Move. Obwohl, den habe ich, glaube ich, sogar schon mal gesehen. Ah ja, das ist der Dreher am Ende. Okay. So, dann steht noch einer auf der Treppe.
Die Treppe ist jetzt wahrscheinlich dann oben mit der Tür verschlossen, die wir von der anderen Seite nicht öffnen konnten, oder? Ja. Genau, und hier ist der... Da ist der schnelle Kämpfer, hier ist der Heini. Wieso klang das hier gerade, als sei... Naja. Ist irgendwie wieder auferstanden. Die Modelle von den Gegnern sind auch einfach echt... Die sehen echt gut aus, also sehr detailliert. Ist schön gemacht. Ah, hier. Edgars Dolch. Sehr schön. Questgegenstand gefunden. Man muss ja nicht gegen jede Spinne kämpfen. Oder unten im Keller sind tatsächlich eine Menge drin. Und da muss ich tatsächlich dann auch hin. Ah, wie hübsch detaillierte Umgebungen sind. Hammer. Ich trinke jetzt trotzdem mal meinen Drink. Saved by the vorangefertigte Animation. Haha, sehr gut. Aber habe ich denn jetzt was, um das hier zu öffnen? Ach, guck mal, muss ich eine Rune platzieren. Na gut, mache ich. Was habe ich gefunden? Bessere Rüstungssachen. Attributsplitter. Den kann ich garantiert gut gebrauchen. Und... Ach, hier ist noch ein Audiolog. Das habe ich nie mitgenommen. Stimmt, da war ich vorbeigerannt vorhin. Mächtiger Antanas, meine Nachforschungen sind beendet. Ich wage zu behaupten, dass dieser Panzerhandschuh nur einem Zweck dient. Sich zu diesem aber hervorragend eignet. Er verschlingt den Hass wie ein hungriger Löwe und speit ihn wieder aus, wie ein Drache es mit Feuer tut. Sein Träger kann ihn wie eine schreckliche Waffe einsetzen. Doch darf seine Seele nicht rein sein. Eine gebrochene Seele würde den größten Nutzen daraus schöpfen. Bringt nicht so wahnsinnig viel. Ich glaube, es gibt Möglichkeiten, die Mana-Energie auch wieder aufzuladen. Also nicht nur mit Tränken, sondern auch mit auch irgendwie anders. Mit Ausrüstung oder so, dass sich das so ein bisschen regeneriert. Das ist auch so ein Klassiker eigentlich. Aber würde ich sagen, nutzen wir das Ding mal hier, verlieren unsere Boni. Ja, mein Gott. Habe ich dem einen Typen eigentlich vorhin den zusätzlichen Trank gegeben und dadurch eine von den Trankaufladungen verloren? Das sieht so, also ich habe jetzt wieder nur zwei und ich hatte doch vorhin drei. Das ist ja ein bisschen fies, dass ich da jetzt, dass ich jetzt los bin. Verdammt. Ich würde jetzt mal die Ausdauer vielleicht tatsächlich auf... Ach guck mal, kommen wir nur zwei Level weiter. Ich würde die Ausdauer mal auf 20 bringen, bevor ich mit den anderen Stufen anfange. Das ist immer so ein bisschen ein Klassiker, dass ich die meisten auf 20 bringe. Aber ihr können wir schon mal den Dolch geben. Nee, ich wollte die Waffen wechseln. So. Und da ist er wieder. Ich suche einen Dolch. Ein altes Ding. Nicht viel wert. Und verrostet ist er auch. Hast du ihn zufällig gesehen? Vielleicht habe ich hier was, das dir gehört. Du hast ihn gefunden. Die Gravuren könnten mir zeigen, wo ich die Wegpforte finde. Oh, sobald ich sie verstehe. In den Katakomben brauche ich jetzt nicht mehr zu suchen. Aber du vielleicht. Probier mal diesen Schlüssel aus. Ah, sehr gut. Ich muss los. Wie du willst. So, jetzt könnte ich hier weitergehen und mich auf einen Bosskampf einlassen. Aber das würde ich jetzt mal noch nicht machen, denn ich will jetzt erstmal gucken, dass ich noch hinten in den Keller reingucke, nämlich in den Bereich, wo ich jetzt auch den Schlüssel für habe, wo ich die Tür für öffnen kann und wo ich auch schon die eine Mauer durchschlagen habe. Also ich habe jetzt quasi zwei Wege in diesen Keller gefunden. Ist nicht unbedingt super ideal, weil halt da diese Spinnen sind und ich vielleicht dann doch noch ein bisschen zu schwächlich für die bin. Aber ich gucke jetzt trotzdem mal rein.
Bisschen Punkte sammeln unterwegs, kann nicht schaden. Irgendwie hätte ich gedacht, man kann diese Tür hier öffnen. Na guck mal, der Mönch ist auf jeden Fall nicht mehr da. Wo ist der Schalter für das Ding? Ich muss doch nicht jedes Mal unten lang. Oder? Schon nochmal ein ganz Eckchen mehr Stärke und wahrscheinlich dann auch auf Dauer ein besseres Schwert. Weil, ja, ich habe zwar jetzt ganz gut Ausdauer, aber es dauert halt trotzdem einfach immer noch zu viele Schläge, bis man den nieder hat. Es gibt übrigens, glaube ich, auch Kombos. Man sieht es unten an dem Ausdauerbalken, wenn da so ein gelbes Pünktchen aufleuchtet, dann löst man eine Combo aus. Bei dem Schwert jetzt hier ist es leicht und wahrscheinlich dann ein schwerer Angriff, um die auszulösen. Jetzt mache ich erstmal die hier oben nochmal kaputt. Wahrscheinlich mal in Ruhe probieren. Also, nee, es ist nicht gleich leicht schwer. Warte mal, probieren wir mal aus. Also, leicht. Nee, das ist nicht. Dreimal? Dreimal? Dann machen wir einmal schwer, einmal leicht. Einmal nee, gibt nicht. Nochmal schwer, nochmal schwer, nochmal schwer. Nee, das sind alles keine richtigen Kombos. Leicht, schwer, leicht, leicht. Nee, das ist irgendwie nochmal anders. Also es ist, glaube ich, pro Waffentyp auch unterschiedlich. Eine Auflistung davon gibt es allerdings nicht. Das wäre auch nicht so schlecht. Andererseits, man sieht natürlich, dass es zumindest ein paar leichte Kombos gibt hier mit dem... Das ging jetzt gerade nicht. Aber mit diesem nach vorne Schlag, wenn man den schweren Schlag dann als drittes startet, jetzt hier den, zack. Weil der normale schwere Schlag, ach nee, der normale schwere Schlag ist sowieso immer der Schlag nach vorne. Und ansonsten ist es so ein geschwungener Schlag. Streitaxt des Marodeurs. Sieht man auch unten zum Beispiel schon, ich kriege jetzt für jeden Kill 1,3, also 1,3 mal so viel Erfahrungspunkte. Also es lohnt sich dann auch so ein bisschen Erfahrungspunkte unten zu drehen. So ein ähnliches System haben sie ja bei The Search auch mit drin. Fand ich auch immer sehr cool. War immer ein schöner Motivator. Wohin hat's den denn verschlagen? Gleich aus dem Level gehauen. Holla. Das hat ihn nicht stark genug umgehauen. Das aber schon.
Guck mal, das Audiolog hatte ich. Wir kommen gegen diese Streitkräfte nicht mehr viel länger an. Wir müssen ein Versteck finden. Einen Ort hinter Mauern mit Soldaten. Mächtiger Antanas. Wir werden uns auf den Weg machen. Bitte bereitet euch auf einige Dutzend Flüchtlinge vor. Ich habe ja mit dem Schwert auch noch so einen Wegschlagangriff. Warte mal. Kann man sie auch mit aus der Balance bringen? Und ich glaube, wenn man den perfekt abtimet auf einen Schwertangriff oder so, dann bringt er sie auch nochmal Dollar ins Zammeln. Das sieht bei einem großen mal ausprobieren. Jetzt gucken wir erstmal ob hier hinten. Ich höre immer noch Viecher irgendwo. Das ist die große Halle. Kaslo! Kaslo! Verdammt. Das ist auch recht lustig, dass man hier den, also dass der hier durch diese Tür durchgeschlagen wird. Und man ist dann wirklich eine ziemliche Weile unterwegs, bis man da dann auf die andere Seite von dem Ding kommt. Obwohl das halt wirklich nur so einen Meter weit entfernt ist. Man sieht auch bei dem Großen jetzt hier gerade, da hat der schwere Angriff weniger Schaden gemacht. Also der hat dann durch seine Rüstung mehr Schutz tatsächlich gehabt. Ich wollte jetzt aber den Schlüssel hier unten einsetzen. Aber wenn ich hier unten schon die Punkte bekomme, dann nehme ich die auch mit. Was die Kamera vielleicht ein bisschen weniger machen könnte, ist wackeln. Wackelt relativ viel. Das müsste nicht immer sein. Ach, guck mal, weil wir... Ah, das war ja auch noch, weil wir den ersten Miniboss da besiegt haben, hat sich hier der Schrein geöffnet. Das heißt, man kann jetzt hier diese andere Welt betreten und kriegt da Boni. Und das sind immer so eine... Da ist auch so mal ein Ring dabei. Das sind immer so Gebiete, wo dann auch Gegner kommen und wo man so ein bisschen so im Dunkeln rumrennt und dann zu bestimmten Punkten hinkommen kann, da noch Boni zu finden. Also diese anderen Dimensionen, da kommt man öfter mal hin. Aber nicht wie bei Lords of the Fallen, dass man mehr oder weniger hin und her springen kann, relativ frei, sondern das ist halt an bestimmten Levelpunkten vorgegeben. Weil ich nicht weiß, ob... Ich glaube, hier ist nichts weiter. Man kann sich dann, glaube ich, immer nur im Licht bewegen. Eben gerade gab es einen Malus, weil ich in die Dunkelheit gegangen bin. Komm, den machen wir jetzt noch schnell fertig. Ah ne, die spawnen dann alle wieder, wenn man hier reinkommt. Zum Farmen, aber natürlich nicht schlecht. Ich glaube, ich habe jetzt hier den Schlüssel für das Ding. Jetzt mal hier zum Beispiel so guckt, ne? Also, wenn es hier so steht, auch mit dem so ein bisschen so volumetrisches Licht drin, das sieht doch irre gut aus. Also, das ist schon geil. Immer noch, finde ich. Schon fett. So, kann ich das jetzt öffnen? Nee, kann ich nicht. Aber wo war denn hier noch der Durchgang? Irgendwo war doch hier eine Tür, für die ich den Schlüssel habe, mit der ich da durchkomme. Das ist oben auf der Treppe. Es gibt ja auch noch diesen Geheimbereich, wo ich da rüberspringen kann. Moment, dann probieren wir das mal kurz aus. Ist das Ding?
So, pass mal auf. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier oben rüberspringen können. Und ob das dann oben die Tür öffnet. Ah, nee, das war falsch. Ah ja, guck mal. Dann war das dafür. Was haben wir gefunden? Splitter der Helden. Questgegenstand. Ah, genau. Und den wiederum kann man nämlich dann im in dem Bosskampf einsetzen an diesen drei Statuen. An diesen drei Ritterstatuen, die im im Dings sind. Im in diesem Innenhof. Je nachdem, wo man den einsetzt, kriegt man dann halt einen anderen Gegenstand raus. Naja. So langsam formt sich doch hier ein gewisser Weg. Dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Und ich kann ja dann mal... Ja, wo gehe ich denn dann am besten hin? Da gehe ich vielleicht am besten zum Eingang von dem... Oder machen wir hier? Ah, ist egal. Ich finde schon einen guten Punkt dafür. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.